Harbour Island, nicht zu wechseln mit Harbour, lässt uns anders als eine Kartenbeschreibung vermuten lassen würde, nicht als Mayas gegen Trojaner, sondern als Trojaner gegen Wikinger antreten. Ist ja schließlich fast das gleiche. Unser Ziel ist es, die Häfen der Wikinger-Siedlung auf der anderen Seite der Insel zu zerstören. Diese befinden sich an den beiden mittleren Ausläufern der Insel. Der Hügel im Norden bietet uns Platz für je eine Kohle-, Eisen- und Goldmine. Wichtiger ist aber die Bergkette, die uns von den Wikingern trennt. Hier finden wir, wenn auch etwas verstreut, Kohle, Eisen, Gold und Stein. Für eine doppelte Schwerindustrie sollte dies genügen, Kohle ist auf dieser Karte aber etwas knapp bemessen. Dieser Karte fehlt jegliches Feintuning durch ein Kartenskript, wir müssen also mit den Standard-Angriffstimings rechnen. In meinem Fall griffen die Wikinger aber erst zur ersten Stunde an. Sowohl im Norden als auch im Süden entstehen durch Bergkette und Küste Engpässe, wo wir Verteidigungsstellungen errichten könnten. Ich würde aber den Süden empfehlen, da ihr hierüber später besser an die Häfen rankommt. Einen großen Teil der Siedlung, einschließlich der Burg, könnt ihr dann komplett ignorieren. Die südlichen Grenzen und Schneebarrieren eignen sich auch für ein paar Lockvögel. Vergesst nicht, dass Rucksackkatapultisten 2/3 der Streitmacht eines KI-gesteuerten Wikingers hardcountern und wenn ihr mit Ubo spielt, könnt ihr sogar dafür sorgen, dass Axtkämpfer die einzige Gefahr für eure Türme sind. Reinsiedeln können euch die Wikinger auch nicht. Aber das hier ist mal wieder so eine Karte, die wohl ganz zum Schluss gemacht wurde. Mal abgesehen davon, dass die Kartenbeschreibung von einer völlig anderen Völkerkonstellation spricht, werde ich das Gefühl nicht los, dass hier Dinge fehlen. Man hätte zum Beispiel die Wikinger über die Häfen Güter oder Siedler bekommen lassen können. Und der Hügel im Norden wirkt so, als würden dort eine Burg und ein paar große Türme hingehören, die dann einfach nicht gesetzt wurden. Diese Karte ist jetzt nicht schlecht, aber etwas mehr wäre sicher drin gewesen.